Willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute wieder Neues aus der Werkstatt. Wir haben ein kleines Kratzerchen drin, den werden wir ihm auch noch rausballern. So, wir haben es immer nach draußen verlagert. Der Regen ist weg, das Wetter ist wieder schön. Ne? Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Wir haben jetzt hier vorne überall, hier oben drauf, in dem Bereich jetzt hier, sind noch richtig schöne, fette, tiefe Kratzer. Ich glaube, so kann man das ganz gut sehen. So, und die versuchen wir jetzt mal, dass wir die auch noch rausbekommen. So, den Kratzer werden wir jetzt noch ein bisschen vorbehandeln. Dazu nehmen wir jetzt uns 2000er Nassschleifpapier und ein bisschen Wasser mit Spüli zum Schmieren, damit der Film nicht so trocken ist, weil das müssen wir definitiv nass schleifen. Da kommen wir mit dem Trockenschliff nicht wirklich weit, beziehungsweise dann hauen wir uns einfach noch mehr Kratzer rein. Und das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. So. Werden wir jetzt mal ein bisschen überschleifen, bis wir wirklich merken mit der Hand, wenn wir es rübergehen, dass alles glatt ist. Dass wir die Kanten sozusagen gebrochen haben jetzt von dem Kratzer. Da braucht ihr auch keine Angst haben, dass ihr euren Lack jetzt ruiniert mit 2000er Papier. Passiert da nicht viel. Wir schleifen ja an sich ja nicht den Lack runter, sondern wir arbeiten ja nur ein bisschen im Klarlack. So, das reicht schon. Schön glatt, wir haben keine Struktur mehr drin. Werden wir die Poliermaschine mal fertig machen. So, haben wir es mal vorbereitet. Wir brauchen jetzt nach dem Schleifen so ein bisschen unsere gute alte Wirt-Politur. Wir fangen an mit dem P10, die Schleifpolitur, gehen dann auf P20, Hochglanz und dann noch ein bisschen mit Anti-Hologramm hinterher von P30. Ja, holen wir mal wieder unsere gute, schöne Flex raus. So, nehmen wir erstmal einen Schleifteller für die Schleifpolitur. Dann sehen wir gleich wahrscheinlich wieder aus wie ein Schwein. So, vor Gebrauch schütteln. Na, schütteln nicht mehr zu gebrauchen. Hauen wir uns mal einen kleinen Kleckser schon mal rauf. Allzu viel brauchen wir nicht. Ja, jetzt sieht man schön die Stellen, wo wir geschliffen haben. Alles schön matt und versaut. Ja? Und polieren uns das jetzt mal wieder richtig hin. Extrem tiefe Kratzer, die natürlich durch sind bis aufs Material, sag ich mal, die kriegst du damit natürlich auch nicht raus, aber wir können sie auf alle Fälle ein wenig kaschieren. Oh, das sieht ja schon mal am Anfang aus, nicht? Noch ein bisschen stumpf und ein bisschen matt, aber das wird. Jetzt nehmen wir uns eine P20, die Hochglanzpolitur, sauen damit ein bisschen rum, wahrscheinlich schon wieder die Hose eingesaut. Nö, geht noch. So, ein bisschen verteilen und ab geht die Luzi. So, jetzt nehmen wir uns ein bisschen Anti-Hologramm. Nehme ich mal kurz den Lappen. Wo ist hier? Da ist sie. Damit können wir jetzt genau nachkontrollieren, ob wir wirklich schon fertig sind oder ob wir noch mal nachpolieren müssen. Dann lassen wir kurz einziehen. Der kritische Blick prüft die Politur. Thank you.
Mensch, sieht aus wie neu lackiert hier, ganz so scheiße. Ja, da musst du schon richtig hingucken. Ja, also wer nicht weiß, der sieht's auch nicht. So, siehst du gar nichts. Ja. Auch wie gesagt, hier haben wir eine Stelle, ich weiß nicht, ob man im Video sehen kann. Da ist natürlich durch, der ist durch bis nach unten, also bis aufs Material. Da kann man nichts machen. Aber jetzt hier, was vorhin hier jetzt in dem Bereich war, die langen Kratzer, die bis hier vorne waren, das ist die Abschürfung hier unten, die sind alle weg. Und darauf kam es uns an. Klasse. So muss das. So, das war's dann wohl für heute. Haben wir mal wieder jemanden glücklich gemacht, Kratzer raus. Ich sag mal, besser kann es gar nicht laufen für den Sonntag. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und ringeballert.